I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors featuring Crush 4589. Das wahrscheinlich große Finale der Story. Anscheinend, denn jetzt befinden wir uns in Ganons Schloss, weil jetzt... Ja, weil... Wir wissen ja, Ganon hat Hyrule eingenommen, aber wir haben in der Gerudo-Wüste sowohl seine rechte Hand Santo als auch seine linke Hand Girahim geschlagen, um unsere Siegeschancen zu stärken. Und jetzt sind wir bereit, uns gegen Ganondorf zu stellen, weil er hatte jetzt das komplette Triforce in seinem Besitz und ist dadurch ziemlich mächtig. Dennoch aber sind wir voller Zuversicht, dass wir es packen könnten, denn wir haben auch unsere ganzen anderen Verbündeten, also unseren ganzen anderen Verbündeten wieder an unserer Seite. Und dieses Mal, ich habe beschlossen, doch für das Finale Link zu nehmen. Anstatt des Masters Sword werden wir aber dieses Mal das Holzschwert in 8-Bit nehmen. Das sieht nämlich zu geil aus. After Zelda's triumph in Gerudo Desert, Impa's forces managed to pinpoint Ganondorf's location. He had conquered Hyrule Castle and transformed it in his own image. From this fortress, he prepared for an unspeakable ritual. Link, Zelda, and all of their allies from across the ages marched toward Ganon's tower, ready for the final, decisive battle. If they fell, all of Hyrule would fall with them. Na, das gilt es jetzt zu verhindern, ne? So, ich muss mich kurz mit den Husten zurückhalten. So, das sieht, wow. Das sieht übel aus. Und direkt bei unseren... Haben wir überhaupt ein Hauptquartier? Wir haben also schon eine ganz gute Gruppe, aber Ganondorfs Gruppe ist ziemlich, wow. Torwächter, Stahlmeister, Dinodorus und... Ah, warte mal, Argrok? Ist es nicht dieser eine... Ja, gleich zwei Argroks! What the hell? Der Drache. Ernsthaft? Gott. Schloss Hyrule ist eingenommen worden. Das ist ja jetzt Ganons Schloss. Die Quelle der Göttin ist es ja auch. Die müssen wir anscheinend wieder zurückerobern und mit deren Hilfe müssen wir dann Argorok schlagen. Wir wissen ja, den Greifhaken brauchen wir, um ihn zu besiegen. Habe es ja zum Glück noch rausfinden können. Da hatte ich damals Probleme damit. Boah. Alter Verwalter, wir haben einen ganzen Haufen an heftigen Feinden vor uns. So, und wie sieht es aus? Was ist die Niederlage? Zelda geht down. Das heißt also, wir müssen Ganondorf besiegen, um das zu schaffen. Das ist erstmals die Bedingung für Sieg und Niederlage. Wow. Hey, what the fuck? Was hat denn der für riesen Schwerter da? Sind das Barrieren? Oh Gottes Willen, das sind ja alles Schwerter hier. Die lassen wir eine Barriere auf. Schaffen wir eine Barriere. Und jetzt guckt euch mal das an. Ein altes Easter Egg zur, zu den ersten Legend of Zelda Teilen auf dem NES. Ist das nicht episch? Und ja, das Schwert räumt trotzdem auf. Und es hat außerdem noch das Lichtelement. Dadurch sind wir ein Vorteil. Also es war empfohlen. Und dann nehmen wir es und, da werden wir auch darauf eingehen. Heilige Scheiße. Oh, ja, ja. Die Argoroks. Sie wollen tatsächlich gegen die Argoroks vordringen? Ja, aber die haben doch keine Chance. Der wird sie in Luft zerreißen. Es sei denn, die wissen auch, Items geschickt einzusetzen. Dann ist es was anderes. Ein Markus, na toll. Ah, das ist der. Habe ich ihn schon gefunden? Oh, Ausgang bei der Quelle der Göttin. Ich meine, mit Link könnte ich jetzt zum Beispiel auch nur die goldene Skulltula finden, aber mit Zelda bekommt man dafür wieder einen ganzen Herzcontainer. Hier ist nichts. Oh je. Vielleicht versuchen wir mal schnell die Quelle der Göttin zurückzuerobern, um schon mal einen Vorteil heraus zu erschaffen. Und, ja, ich habe auch... Hatte ich schon mal zwei Spezialleisten? Ich weiß es nicht mehr, aber... Auf jeden Fall,
So, wo ist der Festungskommandant? Da ist er. Zack, zack, zack. Ja, mit Link räumen wir ganz schnell auf, weil der hat wirklich stark, heftige Angriffskraft. So, die Truppen werden stärker. Jetzt haben wir das auch schon mal eingenommen. Jetzt wird es Zeit, dass ich gegen die Argoroks vorgehen werde. Oh, ein weiterer Kommandant. Das bedeutet, dass meine Truppen jetzt schon langsam anfangen, die Fesseln zu erobern. Dann helfe ich ihnen mal ganz schnell und dann wird es Zeit, dass ich gegen die Argoroks vorgehe. Weil ich möchte nicht, dass meinen Truppen irgendwas zustößt. Aber habt ihr schon mal sowas gesehen? Das ist echt episch gemacht. So, da ist schon der Festungskommandant. Ja, gut, wenn wir den jetzt down kriegen, dann... ja. Kein Problem, ne? Hoho. Schau sich einer an, wie viele Soldaten hier sind. Also, das ist echt genial. Wir könnten dadurch das Schlachtfeld wieder zu unseren Gunsten wenden, wenn wir unsere Truppen neu formieren. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir gegen die Argoroks vorgehen. Aber währenddessen kann ich ja versuchen, ganz schnell noch die ganzen Festungen zu erobern. Da ist schon wieder so ein Laser-Golem. Wo ist der? Da. Und weg. Ein Bedrängnis. Aber sie halten sich wirklich gut gegen den Argorok, muss ich zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so gut halten würden. So. Ein Hauptmann hat den Dinodoros besiegt. Wow. Schau ihn an. Meine Truppen sind jetzt anscheinend voll dabei. So wie es gehört. Und schon wieder hat jemand einen Festungskommandanten gesichtet. Oh oh. Aber dafür ein anderer Hyrule Hauptmann steht kurz davor zu verkacken. Es ist auch klar. Die Kabelminen. Yes. Die können uns helfen. Wasserfeldfestung. Okay. Dann wird es Zeit, dass ich sie bei unterstütze. Aber zuerst muss ich mal... ja, einer der Hauptmänner ist weg, leider Gottes. Aber hier haben wir einen Feind. Impa. Ich muss ihnen helfen, gegen den Argorok vorzugehen. Alter. Was greift schon an? Nein, nein, nein. Los. Was ist los mit dir, hä? Bam, bam, zack. Da ist Argorok. Ich sehe ihn gerade. Oh, Mann. Und da greift er mich auch schon an. So, da ist der Fanghaken. Argorok im Norden drückt gegen die Kabelmine vor. Das ist aber nicht er, oder? Los, zeig endlich dein... so, hier. Oh, und runter mit dir. Los. Runter. Sag runter. Der hat aber jetzt schon ein bisschen Schaden kassiert. Kann es sein, dass meine Kumpanen auch, na sag schon, das Ding nutzen, um, oh Gott, Midna ist in Gefahr. Ist sie irgendwo? Oh nee. Vormarsch der Krabbeln wieder aufgehalten. Wo ist Midna eigentlich? Oh je. Oh je. Ich muss die Kabelmine unbedingt helfen. Los, mach schon. Lass deinen Schwanz runter. Der ist in Flammen. Kein Wunder, dass es nicht geht. Au. Fuck, jetzt habe ich schon zu viel Energie verloren. Wann wird... jetzt. Komm. Runter mit dir. Und dabei treffen mich natürlich die generischen Truppen nicht an. Das finde ich so gut. Oh, Mann. Ich komme gleich. Zack. So, der Argorok ist down. Nice. Ja. So, und jetzt reicht's. Ja, ja, du. Du hast keine Chance. Nein. Come on. Los, los, los. So. Und zack. Der wäre auch down. Und ist schnell. Oh Gott, so viele in Gefahr. Ey, Impa. Ja, ich bin eh schon da. Impa ist also schon mal geheilt. Jetzt muss ich aber den anderen helfen. Und zwar schnell. Wo sind die denn? Die Kabelmine. Die muss ich ja auch noch retten. So viel zu retten. Da ist sie. Wie viel Energie hat die noch? Ah, zum Glück noch genug. So, jetzt lass die Kabelmine in Ruhe und verpiss dich. So, der Dinodoros geht auch schon mal in die Knie. So. Lana. Sie ist down. Verdammt.
Naja, es ist echt blöd, dass dann meine Charaktere nicht wiederbelebt werden. Oh, shit. Da habe ich aber jetzt ziemliches Pech gehabt. Na gut, aber die Krabbelmine kann jetzt voranschreiten, oder? Was ist los? Schreite doch voran, ich habe alle Gegner down gemacht. Und sie werden aufgehalten von meinen Truppen. Midna auch noch. So müde. Du wurdest besiegt. Naja, ich muss vorher Herzen auffüllen. So. Okay. Der Agorok macht ja nichts als Ärger. Er hat schon einen Haufen meiner Kumpanen erledigt. Das lasse ich jetzt nicht mehr länger zu. So. Come on. Au, 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 au. Jetzt schnell. Runter mit dir. Haha. Aber der Agorok hat jetzt schon immer so viel Schaden genommen. Es kann sein, dass meine Charaktere auch den Greifhaken einsetzen, um ihn runterzuholen. Das könnte möglich sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass er jetzt schon zu viel Energie verloren hat. So, da steht er wieder auf. Vorher muss ich mal dem Nimbusgarde aus dem Weg räumen. Nein, das ist was anderes. Das ist kein Nimbusgarde. Aber trotzdem mein feindlicher Kommandant, den wir jetzt down gemacht haben. What the hell? Komm jetzt, zeig endlich deinen Schwanz. So, und jetzt runter mit dir. Los, los. Bleib schön da liegen, damit ich dich down machen kann. Und zack und bam. Yes, Mann. Spüre die Macht des 8-Bit-Holzschwertes. Ja, jetzt sieht schon etwas besser aus. Noch kleines bisschen, bin ich bereit. Endlich bewegt sich die Krabbelmine wieder. Wurde auch Zeit. Wurde auch wirklich langsam Zeit, dass es sich wieder bewegt, ne? So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar feindliche Festungen... Oh. Perfekt, sie ist angekommen. Bam. Oh, nein. Ein weiterer Kommandant ist down gegangen. Aber ich verliere auch an viele meiner Männer in den Kämpfen. Na schön, aber erstmals räum mal auf. Zack. Jawohl. Bam. So, davor posten auch noch mal schnell. So, perfekt. Läuft doch bisher ganz gut. Es sind immer noch so viele Feinde, ey. Zack. Geht alle sterben, ihr Spackos. Bam, 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 bam. Los, 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 Link. Räum hier auf. So. Und geht alle sterben. Yes. Die Feinde haben echt keine Chance. Bei Link, der geht echt am meisten ab von allen Charakteren. Mit denen zu kämpfen ist einfach nur... What the hell? Na, wartet. Der Mond. Ist echt cool, dass man den Greifhaken auch auf diese Weise auch verwenden kann. Dass man den Mond einfach auf sie losschickt und auch massig Damage damit verbreitet. So. Okay, Soldaten rückt aus. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich sollte lieber ausrücken. Kümmert euch um den Rest hier. Ich komme! Halte durch! Wo ist der Hauptmann? Ist er besiegt? Wo ist er? Der war doch hier! Ach, egal. Ich nehme jetzt einfach mal die Festung jetzt schnell ein. Dadurch kann ich ihnen am meisten helfen. Bam! Und wieder eine komplette SP-Anzeige. Und der Dinodoros ist down. Nice. So, und jetzt schnell mal die Festung einnehmen. Bam! Der Spezialangriff hat leider nicht so ein großes Umfeld oder besiegt leider nicht so viele Gegner. So, Festungskommandant down machen und erobert und weiter geht er. Und jetzt können wir weiter vordringen.
Sekunde mal, ist das eigentlich unser Hauptquartier, das da gerade angegriffen wird, oder wie sehe ich das gerade? Nein, das ist der Hyrule-Hauptmann, der gerade angegriffen wird. Okay. Aber die Musik ist cool. Wow, die geht schön ab. Die musste ich gerade mir kurz anhören. Oh oh. Er hat seine wahre Macht wieder erlangt. What the fuck? Ganondorf ist erwacht. Jetzt wird's dramatisch. Die Stärke der Truppen Ganondorfs macht gestiegen. Auweia. So, der Kommandant. Und auch hier der Festungskommandant. Weg. Hey, jetzt rücken sie vor, jetzt geht's los. Nein, ich lasse mich garantiert nicht aus der Ruhe bringen. Ich werde hier mein Bestes tun. Schleudert Blitze? What? Ah! Da kommt schon einer. Der schleudert direkt Blitze auf mich, oder was? What the fuck? Oh. Das ist er allerdings. Wenn er jetzt schon anfängt, Blitze zu schleudern, dadurch könnte er Festungen in 0, nichts wieder erobern, wenn er sie alle attackiert. Und da ist er auch schon. Ganondorf. Ja, aber der ist trotzdem ist wirklich eine Gefahr für mich. Oberes Schloss Hyrule zurück. Oh mein Gott, wow. Jetzt reicht's. Magie wirken lassen. Jetzt reicht's. Ich mache euch kalt. So. Die mache ich auch mal schnell down. Die. What the hell? Der verliert da kaum Energie. Ist auch klar, weil er sich meistens wieder verteidigt. Wow. Come on. Jawohl. Das war's. Wow. Haha. Die Südfeldfestung steht kurz davor zu fallen. Oh, fuck. Egal, ich besiege jetzt einfach mal einen starken Truppenführer nach den anderen. Oder den Ganondorf muss gleich down gehen. Einmal. Muss endlich mal down gehen. Wow. Na toll, eine weitere Festung ist gefallen. Alter Schwede, durch Ganondorf fallen die ganzen Festungen wieder. Wegen seinen behinderten Blitzaktionen. Oh, nein! Ich will eigentlich den Vorpostenhauptmann hier markieren. Oh shit! Ey, was ist denn da los? Meine ganzen Mannschaften fallen durch den Angriffen der Gegner. Habe ich Ganondorf angegriffen? Ey, komm schon, was ist da los? Ist das ein Blitz, die ihr schleudert? Sind das ein Blitz, die ihr schleudert? Habe ich es jetzt nicht mal eingedeutscht? Fuck. Wow, 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 wow. Come on, den kriege ich hin. Den kriege ich hin. Immer wieder aufpassen auf seine ganzen Blitze. Alter Schwede! Die Festungen werden extrem schnell erobert. So, jetzt zack, zack und bam. Bald ist er down. Oh, nee. Come on, gleich haben wir ihn. Und weg. Noch nicht, längst noch nicht erwacht. Was soll das denn heißen? Oh, Mann. Muss was einfallen lassen, um... wieder eine, um die Situation wieder hochzubringen. Es sind wieder zu viele Festungen in die Hand der Feinde gefallen. Impa, wo bist du denn? Wow, was zur Hölle? Wie habe ich das denn gemacht? Nochmal. Ich kann damit eine Luftkombo einsetzen. Wie cool ist das denn? Oh Mann. Die Skulltula. Da ist sie auch schon. Nein. Impa ist auch schon weg. Ich hätte ihr helfen müssen. Boah, das gibt's ja nicht. Jetzt reicht's mal. So, der ist gleich weg. Boah, die gegnerischen Truppen sind ja auch wirklich viel stärker geworden.
Oh, meine Fresse. Ich muss mir was einfallen lassen. Die sind jetzt alle overpowered. Da ist schon wieder einer. Sogar zwei, oder? Ich mich da... Nein, vor kurzem sind tatsächlich zwei. Fuck. Komm. Na los. Zeig endlich mal eure Ausdaueranzeige. Die greifen doch immer normal an. Wie wär's? Oh man. Ja, zwei von denen sind ein echtes Problem für mich. Oh man. Oh man. Ich bin gleich tot. Nein. Ich wollte schon fliehen. Oder wenigstens ein Elixier einsetzen. Ich bin so ein Vollhonk. Oh, nee. Oh, wenigstens ist dort gespeichert. Nein, es ist nicht dort gespeichert, wo ich Ganondorf besiegt habe oder was. Sonst würden die Blitze nicht mehr fallen. Fuck. Jetzt habe ich mir extra Mühe gegeben, den Kerl endlich down zu machen und dann sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nein. Jetzt lass meine Wut mal an dir aus, Freundchen. Aber wenigstens kann ich dann Imperfleet dadurch retten. So, Ganondorf, jetzt reicht's. Du gehst jetzt auf der Stelle down. Oh Gott, wie viele sind das jetzt eigentlich? Bam. Aber immerhin. Dadurch besiege ich sie recht schnell. So. Und zack. Der Greifhaken ist ganz praktisch. Ich wollte eigentlich nur die Bombe einsetzen. So, aber jetzt halt. Gehen wir drauf. Der verteidigt sich natürlich. Naja. Alter Schwede. Boah, so viele Truppen fallen. Ja, schon gut. Die Ausdaueranzeige. Was? Damit, dass die wieder weg ist. Oh Mann, ey! Jetzt ist mal Schluss, Ganondorf. Komm schon, setz dein. Ja, 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 ja. Immer die Ausdaueranzeige. Hübsche Anzeigen. So, come on, come on, come on, come on. So, und zack, zack, und bim. Und noch hier eine drauf. Ganondorf, du bist gleich Geschichte. Wow. Was war das denn jetzt? War das mein... Was mein Wirbelangriff? What the fuck? Oh shit, 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 shit. Komm, lass mir ein paar Herzen nehmen. Ist er nicht wahr? Ist er nicht euer Ernst? Der Typ hat mir... Vielleicht mit einem Schlag beinahe die gesamte Energie abgezogen. Ich muss aufpassen. Ich sollte mich immer auf Konterangriffe verlassen. Und die Ausdaueranzeige dabei runtersenken. Und tschüss. Gut, so viel mal dazu. Oh, meine Fresse. So, jetzt sieht es schon wirklich um einiges besser aus für uns. So, und jetzt wird es Zeit, dass ich mal mit den Feinden hier aufräume. Damn. Ich muss jetzt die anderen Festungen wieder zurückerobern. Nichts anderes übrig. Und ein paar Herzen von dem sammeln. So. Ja, Impa möchte ich jetzt auf keinen Fall mehr verlieren. So. Die Skulltula ist wieder da. Okay. Um die kümmere ich mich jetzt mal schnell. Aber vorher sollte ich mal aufpassen auf Impa. Da, der Grund ist auch hier. Na, ich lasse die Skulltula lieber aus. Ich habe da jetzt keine Zeit. Ihr seht ja, wie stark die Feinde jetzt sind. So, und jetzt zack und weg. Der Dinodoros ist auch mal schnell down gemacht worden. Und da kommt gleich der nächste. Ey, wie viele das hier sind. Mann! Echt brutal nervige Gegner. Los, greif schon an. Darunia! Was ist los? Ich komme und helfe dir.
Wo ist er? Darunia! Da! Was ist los? Du wirst doch nicht von lauter Fußsoldaten dich niedermachen lassen. Oder sind das... Ist etwa auch der Dinodoros darunter? Nee. Das sind einfach nur Fußsoldaten. Und von denen lässt du dich schon so in Bedrängnis setzen. Was bist du denn für ein Lappen? Du bist doch sonst immer so stark. So, ich lasse mich doch nichts aufhalten und Dinodoros ist weg. So viel mal zu denen. So, und ein Herz. Ja, ich brauche jetzt wirklich möglichst viel Heilung. So. Alle sterben, ihr Lappen. Ihr könnt ja gar nichts. Man kommt zu glauben, wie viele Gegner da noch sind. Vielleicht hat deshalb Darunia schon etwas Problem bekommen, weil es sind da ein Haufen Feinde hier. Oh oh. Eine weitere Festung steht kurz davor zu fallen. Ich glaube, ich sollte mir ein bisschen ober... Ich sollte jetzt erstmals mich um die Feinde nicht mehr länger scheren. Die paar kleinen Fische können sie selber vornehmen. Ich muss jetzt ein paar Festungen wieder zurückerobern. Ja, Skultula ist weg. Was soll's. Das ist das Schloss Hyrule. Jetzt bin ich tatsächlich hier drin. Und ich habe schon wieder eine Laserstatue. So. Nice, Level up. Und da ist schon wieder ein... Und der nächste Dinodoros. So. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Bam. So, du gehst jetzt gleich down, weil du stinkst mir nämlich zu viel. Zack, zack. Haha. Also der Schildangriff, der bringt's voll. Und weg. Wo habe ich denn... Warum habe ich da bloß vorher solche Schwierigkeiten gehabt? Wahrscheinlich, weil ich Angst hatte wegen eines Treffers. So, Schloss Hyrule heißt es erobern. Kein Problem. Räum ich mal schnell hier auf. Moment, was? Ah ja, ich kann da auch ein Luftkombo ausführen. So, zack. Und zack, zack und bam. Ja, ganz einfach. Das hätte ich schon vorher so machen sollen. Das ist geil. Luftkombos sind echt episch. Oh ja, da ist schon wieder so ein Dinodoros. Der wird zum Glück mit einem Ausdauer-Spezialangriff down gemacht. Es sind schon so viele untergegangen. Ich hoffe, dass das auch dann alle gewesen sind. Also so langsam mal alle Kommandanten. Ich weiß, weil jetzt kommt noch ein... Das sollte ich wirklich vorher so machen. Ey, was ist denn mit der Festung los? Es sind schon viel mehr von meinen Soldaten drin als Feinde. Die Festung lässt sich echt nur lame erobern. Oder liegt es vielleicht daran, dass es dann die Siegbedingung ist, wenn das Schloss zurückerobert worden ist? Ich glaube zwar nicht, dass es die Siegbedingung sein kann, weil das ist echt zu viel. Das war nochmal die Siegbedingung. So. Ja, noch schnell den Festungskommandanten da machen. Und war es das dann? So, Schloss Hyrule ist erobert. Zack. Ja, so sieht das doch schon wieder viel besser aus. Die Mission haben wir mal erfolgreich erfüllt. So. Oh, das ist gut. Das ist gut, dass sie wieder sinkt. Nice. Ja, so können wir jetzt wieder aufräumen. So. Sollte mir wirklich merken, dass ich auch Luftkombos ausführen kann. Oh oh. Jetzt beschwört er wieder weitere Monster. Ich merke schon. Jetzt kommt er stärker als jemals zuvor zurück. Link. Oh je. Das Triforce. Macht den jetzt bestimmt zu einem richtigen Monster. Oh ja, er verwandelt sich. Oh Gott. Ein Eber. Und dazu noch gigantisch groß. Fuck. Der Endboss ist hier. Der wahre Ganondorf.
Bitte morgen, komm zu mir, Hylianischer Abschaum. Hylianischer Abschaum. Hylia. Oh Mann. So schnell die Festung erobert und jetzt auf und davon. Ganon besiegen. Die Bedingungen für die Niederlage haben sich geändert. Was ist jetzt? Die Niederlage? Selfleet oder Schloss Hyrule fällt. Oh, oh. Jetzt müssen wir Schloss Hyrule unbedingt erobern. Unbedingt verteidigen, wollte ich sagen. Erobert haben wir es ja schon wieder. Boah, das sieht man ja kaum. Es ist so dunkel. Da sieht man kaum die Brücke. So. Okay. Ja, oh oh. Die Blitze greifen also jetzt das Schloss an. Da muss ich aber jetzt schnell gerne mir vorknüpfen. Da ist er auch schon. So, was ist jetzt seine Schwäche? Ich habe keine Ahnung, welche Schwäche der jetzt hat. Kann einfach jetzt nur mit starkem Angriff draufhauen. What the hell? Und Impa. Habe ich zum Glück noch retten können, die war in meiner Nähe. Sein Angriffsmuster wirkt vertraut. Oh. Fuck. Ich glaube, ich merke es gerade. Kann es sein, dass er... Wie Goma und wie... Ah. Boah. Der Bumerang tut nichts zur Sache. Moment! Jetzt weiß ich's. Oh, guck mal. Ich sollte darauf reagieren. What the hell macht er jetzt? Boah! What the hell? Oh mein Gott. Alter, wieso soll ich so schnell darauf reagieren? Boah. Scheiße, das war zu schnell. Gleich bin ich down. Oh Gott. Was macht er jetzt schon wieder? Bumerang. Ah! Ha! Ich verstehe. Wir haben sogar schon eins seiner Hörner gebrochen dadurch. Oh, oh, nochmal Bumerang. Bam! Und schon wieder. So, jetzt die Pfeile. Oder den Greifhaken, ich würde sagen. Bomben? An der Stelle? Ich weiß es gerade nicht. Ist es vielleicht jetzt Dodongos Angriff? Nein! Scheiße! Nee. Bitte sag mir, dass der Checkpoint darin lag, dass ich... Oh Gott! Fuck, ich... Leider mehr in dir lagen, als mir lieb ist. So, da ist er wieder. Aber jetzt kenne ich jedenfalls sein Angriffsmuster, so viel ist sicher. Oh ne, das ist jetzt sein mächtigster Angriff. Brauche ich Greifhaken, schnell? So, so jetzt habe ich dich, mein Freund. Und runter mit dir. Bam. Dann haben wir auch schon mal das gebrochen. Na, was ist, mein Digga? So. Oh, oh, Bumerang. Schnell. Bam. Ja, ich achte darauf. Sobald alle seine Schwachpunkte weg sind, dann ist er wahrscheinlich... Oh, oh. Pfeil. Pfeil und Bogen, schnell. Bam. Yes, Mann. Ich habe zwar Schaden kassiert, aber das war es mir wert. Hm. Bumerang. Schnell. Bam. Ich glaube, das kriege ich hin. So, was kommt jetzt dran? Ich glaube, Bomben. Ja, Bomben! Das war also doch sein. Der Angriff von. Er sagt schon. König Dodongo. Was ist das? Oh, 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 oh. Was macht er jetzt? Zelda! Was macht sie? Sie hat einen Lichtpfeil gestärkt. Anzahl ist unbegrenzt. Oh. Der Lichtpfeil wohnt stärker als den überlebenden Verbündeten inne. Je stärker er ist, desto wirksamer kann er Ganons Bewegung einschränken. Cool. Hab die Stärke deiner Lichtpfeiler erhöht. Oh. Oh, hey. Chill mal dein Leben. Was ist da los? Der wird ja immer heftiger. Der greift jetzt nur noch heftig an. Und ich hab
kaum noch Energie. Oh shit. Zack. Hier. Kriegst du meine Lichtpfeile ab, du Arsch. Zack. Zack. Und hier. So, hier. Oh je. Oh, oh nein. Mann! Das gibt's ja wohl nicht. Ey, der macht mich down. Bitte sag mir nicht, dass ich wieder den Kampf von vorne beginnen muss. Bitte nicht. Leck mich am Arsch! Boah, das gibt's ja nicht! Wie heftig ist der eigentlich? Das kann nicht wahr sein. Der Arsch ist einfach zu stark. So, hier bin ich. Aber mitten in der Festung muss er sich gerade befinden. Bumerang, schnell! So. Und jetzt Pfeil? Weiß ich schon mal im Voraus aus. Nein! Boah! Bumerang, schnell, schnell, schnell! Bam! So. Mach ich in jedem Fall jedes Mal einen Strich durch die Rechnung. Das ist. Pfeil! Pfeil, Pfeil, Pfeil! Scheiße, zu spät! Oh oh! Schnell! Bomben, Bomben! Bam! Yes! Hahaha! Ja, die Westfeldfestung wird gleich down gehen. Oh, oh. Findest du also nichts, wenn ich das einsetze, wenn er gerade den Laser abfeuert? Aber hat all die Stärke der ganzen anderen Bosse in sich. Ja, das Elixier sollte ich nächstes Mal gleich einsetzen. Was macht er da? Oh ja, richtig. Ja, richtig, ja, richtig, ja, richtig, ja, richtig, ja, richtig, ja, richtig. Schnell, schnell, greifhacken. Ach, Kacke. Da muss man so schnell reagieren. Aber jetzt weiß ich es. Er macht wieder denselben Angriff wie vorher. So, komm, 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 jetzt runter mit dir. Und hier. Und. Dein Schwanz wird ausgerissen. Oder dein Horn. Such's dir aus. So, jetzt kommen die Lichtpfeile dran. Das heißt also, Pfeil ausrüsten und los geht's. Ja, Filmsequenz überspringen. So. Hier, kriegst du einen Lichtpfeil nach den anderen ab. Oh, oh, nein, nein. Ich hindere dich jetzt an deinen Angriffen. Oh Mann, Alter! Ich brauche dringend wieder Energie. Shit, ja. Jetzt muss ich die Westfeldfestung wieder zurückerobern. Mein Gott, der geht echt ab. Ah. Der stampft da. Mitten in der Festung, das ist auch wirklich gemein. Und ich habe keinen. Oh nein. Gibt es hier keinen Herzkrug oder was? Shit. Ich muss ihn irgendwie rauslocken, weil. Ah, so ist er mir über. Hier gibt es schon mal Materialien. Und vielleicht hier ein Herzkrug. Wäre echt nett. Herzkrug, komm schon. Da. So, Gannon. Jetzt. Jetzt haben wir mehr Freiraum zum Kämpfen, ne? Also, Großer, dann zeig mal, was du kannst. Es wird echt Zeit, dass ich mit den Lichtpfeilen endlich erwische. Ja, genau, dann sollte ich ihn da erwischen. So, jetzt greife ich dich lieber gleich mit meinem Schwert an. Ja, so geht die Ausdaueranzeige schneller runter. Oh, 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 oh. Also nur wenn er... Nur wenn er leuchtet, dann ist der perfekte Zeitpunkt zum Angreifen gekommen. Jetzt schnell. Bam. Okay. Bam, bam, bam. Komm, komm, komm. Und zack. Und. Da kriegst du voll eine auf die Birne. Ach wirklich? Findest du wirklich? Ne? Flieht er etwa? Nein, nein, nein. Ich habe ihn damit nicht getroffen. Olympa! So, ich habe dich geheilt. So, jetzt muss ich hier weg, bevor er mich noch mit einem Angriff erwischt. Fuck, ey. Komm hierher. Du Feigling.
Oh nein! Er leuchtet. Dass er hier drin bleibt, das ist echt blöd, weil da habe ich wenig Freiraum. Schnell! Shit. Komm her, du feige Schwein. Schnell. Nein! Wo ziehst du denn hin? Da ist er doch. Oh, schnell, schnell, schnell. Arg! Der braucht so lange zum Schießen. So, jetzt leuchte doch endlich mal wieder. Come on, leuchte. Jetzt! Was? Hey, der hat doch geleuchtet. Das zählt nicht. Was seid ihr denn für Ärsche? Meine Fresse, jetzt schnell. Hey! Mann, seid ihr... Ja, was mach? Was ist denn? Warum funktionieren die Lichtpfeile nicht mehr? Ja, jetzt auf einmal. Ich muss schneller reagieren. Das ist echt nicht einfach. Oh, Mann. Ja, ja. Sie wollen nicht aufgeben, weil... Weil wir nicht zulassen, dass du Hyrule in den Untergang stürzt. So. Komm schon. Stimm auf mich zu und dann leuchte. Yes! Jetzt ist er am Ende, wenn ich ihn da jetzt erfolgreich bashen kann damit. Oh yeah, das war's mit Ganon! Oh, und damit haben wir es geschafft, Leute. Ganon ist tot. Alright, Baby. Und das Spiel hat sich aufgehängt. Nee, es kommt einfach eine Zwischensequenz. Oh, da ist er geschwächt. Und... stirbt. Und das Triforce kommt wieder zum rechtmäßigen Besitzer zurück. Yes. Und mit dessen Kraft wird Hyrule, oder besser gesagt, oder mit dessen Kraft wird jetzt Ganondorf anscheinend endgültig besiegt. Und der Frieden in Hyrule wird wiederhergestellt. Boah, das Schloss hat eine Menge abbekommen. Aber am Ende haben sie alle gewonnen. Tja, und die Freunde kehren wieder in ihre Dimension zurück. Bleibt nur noch eines. Wir müssen das Masterschwert zu seinem Platz zurückbringen. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Ihr beide habt Hyrule einmal mehr... Frieden gebracht. Ja, genau. Lebe wohl, Link. Genau. Link. Okay. Es wird Zeit, dass das Masterschwert wieder an seinen Platz zurückgebracht wird, damit das Siegel wiederhergestellt werden kann. Oh ja, ja, das wehrt sich ganz schön. Komm schon, ihr schafft das. Und das wär's. Das Siegel ist wiederhergestellt. Das Böse ist wieder gebannt. Und das wär's. Die Helden haben es geschafft. Hyrule ist erneut gerettet. Hohoho. Und das war's wohl mit dem Story-Modus von Hyrule Warriors. Also das war schon krass. Aber ja, mir hat's gefallen. Ich muss sagen, wirklich, ich bin kein richtiger Dynasty Warriors-Fan, aber... das war bisher wirklich das Beste, was sie hier bringen konnten. Also mir hat es wirklich durchaus viel Spaß gemacht. Liegt vielleicht auch an Gameplaying, weil das hier gefällt mir weitaus besser als bisher, als was ich bisher gezockt habe. Ich meine, ich habe auch nicht viel Dynasty Warriors Games gezockt, höchstens ein oder zwei. Auf jeden Fall aber vom, eigentlich auch vom, auf jeden Fall vom, auf jeden Fall sind das auch Spiele vom Dynasty Warriors Schöpfer gewesen. Und ja,
Ich habe auch solche Spiele wie Naruto zum Beispiel in Dynasty Warriors Prinzip gespielt und es ist ja wirklich nicht umsonst so eine richtig beliebte Serie, weil es auch in vielen anderen Anime, zum Beispiel auch in Anime Games verwendet wird und so auch bei Nintendo mit The Legend of Zelda in Verbindung. Und ja, das war schon ziemlich krass, musste ich sagen. Also, liebes Nintendo und Tecmo, ihr habt wirklich klasse zusammengearbeitet für dieses Spiel. Ich kann es nur wirklich jedem Dynasty Warriors und Zelda-Fan weiterempfehlen oder generell Hack'n'Slay oder Action-Fan, weil das Spiel ging echt ab. Es war krass. Es hat mir super gefallen, ich hatte Spaß mit diesem Spiel und ja, auch die Grafik ist gar nicht so schlecht für Wii-U-Verhältnisse, es könnte natürlich ein bisschen besser sein, aber das werden wir dann, die beste Grafik werden wir dann wahrscheinlich beim eigentlichen Zelda für Wii-U erleben. Ich freue mich schon riesig auf das Spiel, wenn es erstmals kommt und das werden wir natürlich auch Let's Playen, ich habe es versprochen, ich habe es schon vorbestellt und wahrscheinlich in Mai 2015 wird es dann erscheinen, voraussichtlich, es könnte sogar noch früher oder später erscheinen, auf jeden Fall nächstes Jahr. Und bis dahin bedanke ich mich für das Gucken des ersten großen Zelda-Let's Plays. Natürlich ist es noch nicht vorbei, weil ich werde in den nächsten ein oder zwei Parts werde ich noch zusätzlich zeigen, um noch die zusätzlichen Spielmodi euch ein bisschen vorzustellen. Und dann, liebe Leute, ja, ich glaube, das war Proxy, die gerade das Ende geschrieben hat. Dann, liebe Leute, wird auch dieses Let's Play enden. Aber dann geht es auch direkt weiter mit den nächsten großen Nintendo Games. Eigentlich schade, dass das Let's Play dann auch wieder vorbei sein wird, aber hey. Sagen wir es mal von der Seite. Es kommen dann noch so viele andere Nintendo Games dran. Vor allem läuft er auch gerade aktuell so bei Smash Bros. 3DS. Die Wii U Version kommt dann auch noch dieses Jahr. Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Es kommt noch so vieles. Aber, naja, ich will jetzt noch nicht zu sehr auf das Gesamtfazit setzen, denn es kommen noch ein oder zwei Parts von Hyrule Warriors. Wir werden sehen, wie viel ich noch reinbringen werde. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was wir erstmals Schönes bekommen haben. Ein paar neue Waffen und ja, ein paar Sachen, um vielleicht die Medaillenschmiede wieder... Der grünbewarmste Held, Legendenmodus abgeschlossen mit einer Silbermedaille. Wahrscheinlich, weil ich alles hauptsächlich in normalen Schwierigkeitsgrad abgeschlossen habe. Der Heldenmodus wurde freigeschaltet. Die Schlachten sind schwieriger, doch du hältst bessere Items von besiegten Feinden. Ja, man hat das mir schon in den Kommentaren geschrieben, dass es noch einen weiteren Schwierigkeitsgrad gibt. Einen höheren. Ja. Den werde ich aber natürlich nicht spielen. Ist klar wie Kloßbrühe. Du kannst in jeder Schlacht ein zweites Skulltula erscheinen lassen. Finde alles Skulltula und vollständige Bilder. Gleich zwei. Cool. Aber wir machen hier kein 100% Let's Play. Ja, ich habe mir außerdem noch das Hero of Hyrule Set gekauft. Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat. Ich glaube, 15 Euro müsste man dafür zahlen. Dafür bekommt man als Zusatzkostüm Dunkel Link und ich glaube noch andere Sachen. Im freien Modus kann man nochmal mit einem beliebigen Charakter bereits gewonnene Schlachten vom Legendenmodus zocken. Der Schlag kannst du einen Schwierigkeitsgrad schwierig oder Held eine zweite Skulltula erscheinen lassen. Manche tauchen aber nur bei Verwendung bestimmter Charaktere auf. Besiege alle Skulltulas und vervollständige die Bilder. Ja, man merkt es, hier muss man zum Beispiel mit Links Ritterschwert kämpfen und im Schwierigkeitsgrad schwierig. Also da ist ja natürlich nichts empfohlen. Hier sehen wir sie noch einmal, alle Schlachten, die wir bisher bestritten haben. Da gab es wirklich einiges und auch die letzte war wirklich, ja, nicht so einfach. Aber okay, durchaus ganz gut. Der normale Schwierigkeitsgrad ist auch nicht von schlechten Eltern gewesen. Also hat durchaus ein bisschen vor Herausforderungen geboten. Es gibt dann natürlich auch noch den Herausforderungsmodus und den Abenteuermodus. Der Abenteuermodus ist da etwas anders gestrickt. Den werde ich euch natürlich auch noch ein bisschen zeigen. Den habe ich schon mal angezockt. Nicht wundern, also wenn ich schon mal ein oder zwei Dinge freigeschaltet habe. Und den Herausforderungsmodi. Das werde ich euch alles noch im nächsten Part oder in den nächsten zwei Parts, egal wie viel, ich weiß nicht, wie viele Parts es sein werden. Jedenfalls wird es noch einen weiteren Part geben, wo ich euch die letzten Modi noch ein bisschen vorstelle. Mindestens.
Und bis dahin bedanke ich mich mal für das Gucken für diesen Part. Das Gesamtfazit lässt dann im letzten Part, wird es dann im nächsten Part auch, letzten Part auch noch geben. Jetzt habe ich es endlich, sorry. Okay, danke für das Gucken des Abschlusses vom Legendenmodus und bis zum wahrscheinlich letzten Part von Let's Play Hyrule Warriors. Also Daumen hoch, wenn es gefallen hat und seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Fortify 89. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!